Und damit ein herzliches Willkommen, liebe ePvP-User, hier zu einem neuen, aber diesmal kurzem Let's Test auf Elite-PvPers. Ja, wir werden heute mal das Spiel VVVVVV antesten, oder wie man es auch immer nennen möchte, oder wie es auch immer heißt. Ja, das Spiel hat viel mit Geschicklichkeit zu tun, ist auch ein wenig älter, ist von 2010 schon. Aber wir werden es trotzdem einfach mal antesten. Ja, zunächst eine kleine Vorgeschichte, aber die werden wir auch überspringen, weil das, zieht sich sonst zu lang hin. Denn es soll ja, oder es wird diesmal ein kurzes Letztes, deswegen. So. Vorher hat man noch Freunde, die sind anscheinend gestorben, oder einfach verschwunden, und wir sind dann jetzt allein. Ja, mit WDR und S moven, also bewegen wir uns. W ist nach oben. Mit S können wir nach unten wieder. So. Das ist der Zwischenspeicherpunkt. Kleine. Lol. Kleine Gegner. So. Es ist gar nicht eigentlich so leicht, wie man vielleicht denkt. Das hat wirklich viel mit Timing und auch Geschicklichkeit zu tun. Oh. Wieder eine kleine Zwischengeschichte. Die überspringen wir einfach, weil es würde sich einfach in die Länge ziehen. Was das am Ende werden wird, das habe ich auch noch nicht ganz so rausgefunden. So. Wir waren doch noch stehen geblieben. Toll. Man darf auch wirklich nicht zu langsam sein oder einfach mal kurz anhalten. So. Jetzt sind wir an so einer Stelle, die auch irgendwie leicht aussieht, aber es auch gar nicht ist. Ah, zum Beispiel. Es hat viel mit, wirklich viel mit Timing und Geschick zu tun. Das glaubt man nicht, aber es ist einfach so. Hä? Es ist. Da glaubt man, man ist schon fast hinten und dann sowas. Man muss aber denken, ich spiele das zum ersten Mal. Und ja. Dementsprechend sieht es, glaube ich, auch aus. Ah, das. Man darf nicht zu lange warten, dann springt er automatisch nach oben. Ja. Ja, genau. Also. Ah, scheiß Affe. Was ist denn das? Ist das ein Affe? Das ist ein Affe, glaube ich. Blöder Affen. Also, das gibt's gar nicht. Ich werde doch jetzt hier nicht wegen Affen versagen. So, genau. So, jetzt müssen wir anscheinend hier wieder zurück. Oder so. Müssen wir uns durch die, den Aufwand machen. Ja, das Ding ist nicht mehr da hinten. Mann. Man darf wirklich nicht zu weit einfach mal... Oh nee. Also, normal ist dieses Spiel nicht. Warum drücke ich denn nach unten?
gibt's gar nicht. Also, wie oft dieses Männchen schon sterben musste, will ich gar nicht wissen. Wie viele Leute daran schon versagt haben. Also, es ist gar nicht so leicht. So, genau. Was kommt da denn für dickes Ding an? Mann. So. Ah, da kommt oben was, okay. So. Ja, wie machen wir die Stelle? Wo müssen wir hin? Ich glaube, hier gibt es gar keinen Weg. Ja, toll. Jetzt sind wir hier unten. So, und was machen wir jetzt nun? Gar nicht. Nee, also die Stelle, keine Ahnung, da gibt es irgendwie keinen Weg. Ja, findet man hier keine Ahnung. Da ist zwar ein Zwischenspeicherpunkt. Aber wie ihr seht, es gibt einfach keinen Weg. Überall sind Stacheln oder sowas. Ja, keine Ahnung. Das Spiel kostet 4,99 €. Bei jedem, der Geschicklichkeit hat, ist auf jeden Fall zu empfehlen, mal so ein Spiel zwischendurch. An sich macht Spaß, hat halt wirklich mit Geschicklichkeit und Timing zu tun. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Test und verabschiede mich damit auch wieder. Und bis zum nächsten Mal, euer Cookie. Ciao.